Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Loadout Video. Heute gibt es für euch ein günstiges blaues Loadout und zwar für sage und schreibe 38,90 Euro. Das ist ja praktisch nichts. Ich mach grad den hier, dann schüttelt er mich weg. Assi. Wir beginnen direkt mit der P250 Valenz. Die kostet 50 Cent in FN. Diese Preise sind, wie sonst eben auch bei uns in diesen Videos, von Skinbaron. Das heißt, wenn ihr auf Skinbaron geht, kann das sein, dass diese Angebote nicht mehr da sind, weil sie eben einfach aufgekauft wurden. Es könnten dann neue, noch bessere Angebote da sein. Oder vielleicht schlechtere, dann würde ich ein bisschen warten. Aber das ist meistens eh so ein Mittel, was wir heraussuchen. Also von daher sollte das kein Problem sein, dieses gesamte Inventory bzw. diese Loadouts einfach nachzukaufen auf Skinbaron. Auf der USPS haben wir den Guardian Skin draufgelegt in FT für 1,50 €. Der Link zu Skinbaron ist übrigens in der Videobeschreibung. Ich packe den euch schön weit hoch, ist mein Partnerlink, also nicht wundern, da steht mein Name mit drin. Wenn ihr euch darüber anmeldet und eben einkauft, dann bekomme ich ein bisschen Geld von Skinbaron. Ja, Guardian, wie gesagt, 1,50 €. Darauf folgt die Glock. Dort haben wir die Offworld vorliegen für 15 Cent in Minimal Wear. Das ist wirklich ein Schnapper. Das ist dieser Borderlands 2 Cell Shader Skin, von dem ich schon ein paar Mal geschwätzt habe, als sie eben damals rauskam, vor 1000 Jahren. Und auch die Dual Berettas wollen gespielt werden, obwohl sie kaum einer spielt. Wir haben hier den Urban Shock Skin für euch ausgewählt. 1 Euro in Field Tested. Für 20 Cent wartet die P2000 Oceanic auf euch. Für jeden Blauliebhaber ganz klar Zugriff. In Valorant haben wir die Foulplay 5-7 für euch vorbereitet. 1,80 Euro geht schon ein bisschen ins Geld, wenn man bedenkt, dass das gesamte Inventory, das wir euch hier zeigen, nur 38,90 € kostet. Aber naja, ist halt trotzdem ein schönes Teil. Beziehungsweise gerade darum, ja. Als nächstes kommt die Tech9 Ice Cap für 35 Cent mit Minimal Wear eben hier an den Start. Ist jetzt nicht ultra super duper besonders, aber die meisten Tech9 Skins sind jetzt nicht so. Gibt ja nur ein paar wenig wirklich geile. Und ja, der ist halt blau. Zugriff. Die CZ75 Auto Indigo liegt jetzt hier ja für die CZ eben vor. Für 80 Cent kann man sich die Minimal Wear ranholen. Aber ja, CZ spielt halt wirklich so gut wie niemand. Ich glaube, wir haben im gesamten Stream, zumindest in der gesamten Stream-Community, nur zwei Leute, die spielen. Vielleicht drei. Ich habe KB vorhin damit spielen sehen, den Wingman. Und Koppel packt sie vielleicht mal aus. Aber naja, das war's ja auch dann, ne? Und ja, auch der R8 will abgedeckt werden in dieser Liste. Für 70 Cent könnt ihr euch jetzt Teil der Minimal Wear snacken. Und die Desert Eagle kommt da richtig günstig daher. Für nur 20 Cent in Minimal Wear die Blue Ply. Passt perfekt. Blaues Inventar, günstige Diegel, was will man mehr? Somit sind wir mit den Pistols durch und gehen nun weiter auf die SMGs, glotzen. Und ja, hier sind neue Skins am Start für die Giveaways im Stream ankommen. Die erste Wumme bei den SMGs ist die MAC-10 Lapis Gator. Perfekt, perfekt blau. Factory New 40 Cent, Opti. Und auf diese MAC-10 folgt die UMP45 Exposure. Ja, ja. Minimal Wear 70 Cent auf dem Baron. In wiederum FN könnt ihr euch die MP5 SD Co-Prozessor holen für, Obacht, 60 Cent. Ja, ja, das ist, geht vollkommen klar. Bei der MP9 ist der Goose-Skin am Start. Leider gibt es bei der keine wirklich richtig blauen Skins, die in einem preislich passenden Rahmen liegen. Also da zahlst du halt locker 50 bis, was weiß ich, 140 oder 150 Euro, um da wirklich was Blaues eben rauszuziehen. Und das wird halt den Rahmen komplett sprengen. Darum ist es die Gur geworden. Für 70 Cent in FN. Die Blue Streak für 1,30 Euro. Sogar einer eher der teuren Skins hier in der gesamten Liste für die Pipi Bison. Ja, ja, die ist auf jeden Fall schön blau und die passt gut. Und mit die beste Waffe für dieses gesamte Loadout, also was halt eben blau angeht, ist die Cirrus. Die MP7 Cirrus ist insane. In Minimal Wear für 30 Cent. Das ist, ja, also wer ein blaues Inventory hat, muss bei der MP7 die Cirrus haben. Das ist klar. Und schon kommen wir zur letzten Waffe bei den SMGs und zwar die P90 Traction. Auch super Teil. 20 Cent in Minimal Wear. Das ist wirklich auch vollkommen in Ordnung. Jetzt kommen die Heavies. Da fangen wir mit der Serenity an. Sort of in Field Tested. 80 Cent. Ja, ja. Die super freche MAC-7 möchte auch einen Skin abbekommen. Cobalt Core liegt auf ihr drauf für 50 Cent in Minimal Wear. Damit schön close bei Banane Inferno oder oben im Apartment stehen. Und Leute ganz frech wegholzen. Bah. In Factory New wiederum kann ich euch die Slipstream XM1014 anbieten für nur 20 Cent. Und ihr werdet es nicht glauben, diese Nova Moon in Libra ist einfach 3 Euro wert. Die macht einen guten Teil des gesamten Preises aus. Not bad. Ist aber auch ein schönes Teil. Man kann dann natürlich auch ein bisschen höher gehen und sich so ein Teil dann in FN holen. Aber ja, muss man halt dann nach dem Preis gucken. Wir haben sie jetzt hier in Field Tested vorgestellt. Kommt halt auf Schnäppel drauf an. Hier folgt ein Skin, von dem ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt, und zwar von der Ozipr. Die ist in Minimal Wear für 20 Cent auf dem Baron zu snacken. Ja, also wenn man eben ein Loadout haben möchte, muss es halt vollständig sein. Da muss auch die Keck-Waffe
bedient werden. Wir wenden uns wieder etwas von der Keckwaffe ab und gehen auf die Negev. Die ist schon ein bisschen besser. Die kann man schon mal spielen aufkommen. So ein bisschen zum Ärgern. 25 Cent Minimalware Terrain Zugriff. Jetzt folgen dann nur noch die Rifles. Dann sind wir mit den normalen Skins fertig. Und dann gibt es nochmal extra bei Knife und Gloves halt ein bisschen was zu gucken. Beginnen wir direkt mit der AK Blue Laminate. Ich denke, die meisten von euch haben sich das schon gedacht. Gerade eben bei einem günstigen blauen Inventory ist die schnell ins Auge fallend. 7,50 Euro trotzdem in Field Tested. Die M4A4 wird wiederum deutlich günstiger. 1 Euro für die Spider Lily in FT. Das ist ein schöner Skin. Und wer seine Schüsse gerne gedämpft abgibt, spielt die M4-1S Nightmare in Velvern für 8,80 Euro in Velvern. Das ist schon ein dicker Preis für ein schmales Inventory. Aber ja, die AWP liegt auch in WW vor. Exoskeleton ist der Name des Skins und sie kostet nur 1,40 Euro. Ich finde, so sieht sie auch aus. Sie könnte auch einen Ticken mehr kosten, aber ja, 1,40 Euro. Bei der Krieg haben wir den Aloha-Skin am Start in FN für 20 Cent. Also hier wird es wieder richtig schön günstig. Und ja. Und das Pendant zur Krieg ist die AUG. Und da haben wir den Aristokraten-Skin draufliegen für, ich muss kurz gucken, 75 Cent in Minimalware. In Minimalware haben wir auf der Farmers den Cyanospetter liegen für sage und schreibe 10 Cent. Ja. Bei der Galil wiederum gehen wir auf einen Skin, den bestimmt die meisten von euch kennen werden. Die Rocket Pop ist auch schon sehr, sehr alt. In Field Tested für 90 Cent zu ergattern auf dem Barönchen. Auf der Scout schaut man in den Abgrund für 80 Cent in Minimalware. Die Abyss ist für den Preis zu haben. Da fehlt mir das Stat-Track. Irgendwie brauche ich bei der Scout generell einfach Stat-Track, sonst kann ich die nicht spielen. Und nun kommen wir wieder bei den Abfuckerwaffen an. SCAR 20 Blueprint. 20 Cent Minimalware und die G3 SG1 Azure Zebra, das Azure Zebra, für 90 Cent, auch im Minimalware. Wir stehen hiermit jetzt mit diesem gesamten Loadout bei 38,90 Euro. Jetzt kommen dann nochmal Knives und Gloves in verschiedenen Varianten, natürlich alle auch eher im günstigen Bereich, weil es hier um ein günstiges Loadout geht. Let's go! Knives, da haben wir einmal das Guard Knife Brightwater in Field Tested für 87 Euro. Die Shadow Daggers Brightwater auch in Field Tested für 80 Euro. Das Guard Knife Blue Steel in Velvon für 84 Euro. Und zu guter Letzt die Shadow Daggers Blue Steel auch in WW hier für 77 Euro. Jetzt noch die Gloves. Dann haben wir hier einmal auch wieder in WW für 81 Euro die Case Harnet Hydra Gloves. Schön. Und wir haben noch ein weiteres Paar. Die Luna Weave Driver Gloves. In Battle Game sogar. Also komplett zerrissen, sehen aber trotzdem noch schön blau aus. Also auf jeden Fall super. Für 101 Euro. Kann man ja sich dann überlegen, ob man da nicht vielleicht bei WW zugreifen will. Aber das hat man direkt 130 Euro oder so. Somit sind wir dann wieder komplett durch mit dem blauen Loadout. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ob euch da irgendwelche besseren Sachen einfallen, die rumlarum. Und welche Farben ihr noch gerne haben möchtet. Wir haben bis jetzt grün, rot und hiermit eben auch blau. Vollendet. Die Playlist sollte hier irgendwo verlinkt sein, gleich am Ende. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Likes. Haut da rein und bis zum nächsten Livestream natürlich auch, falls ihr Zeit habt. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.